rechts. Tür zu. Das ist ein Kreuz. Sieht gut aus. Ist aber auch zu. Jetzt drehe ich mich um, da ist bestimmt was. Oder etwas ist da nicht mehr. Was war das? Meine Fresse. Könnte auch mit einem alten Mann nicht machen. Bisschen arg Jumpscare-lastig, glaube ich. Aha. Geht's jetzt auf? Ja, es geht auf. Moment, ich komme gleich. Jetzt kommen hier mehrere Strichlinien zusammen. Aber ich bin ja nur einer. Wie soll ich denn? Soll ich das nehmen? I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Aha. Was soll denn das sein? Zigaretten? White Chalk. Chalk, Moment. Kreide, oder? Vielleicht Kreide. Möglicherweise Kreide. Wahrscheinlich sogar Kreide. Noch jemand hier? Nö. Na gut. Aha. Was? Okay. Es ist mein Schatten. Das ist schön. Wo kommt der andere her? Das ist sehr interessant. Naja. Ein Kreuz. Hallo. Zettel? Uhrzeit und Beschreibung der Aktivitäten. 22:05 Ende der Pause. 22:30 letzte Reparatur. Letzter Reparaturtechniker verlässt das Schiff über die Laufbrücke des Ostdocks. Ostdocks, ja. Ostdecks, Entschuldigung. 23 Uhr über Überwachung des Hafengebiets entlang des Schiffs. 23:27 auf Patrouille in der Nähe des Frachtbereichs erblicken eines sich bewegenden Schattens. Klein, höchstwahrscheinlich ein Kind. Verfolgung ohne Erfolg. Rot umkreist. 0 Uhr, Wache zu Ende. Okay. Was ist denn das? Ist wieder so ein Tonträger, gedönster oder so. Nimmt er auf jeden Fall mit. Haben wir sowas wie ein Inventar? Also ich kann zumindest mal mit keiner mir bekannten Taste eins öffnen. Okay. Hallo? Na sieh, alles gut. Ah ja, jetzt komme ich da wahrscheinlich irgendwie rum, komme dann zu der Tür raus und dann wird der Jumpscare sein, dass auf mich geschossen wird. Irgendwie sowas. Bestimmt, ich weiß es doch, ich kenne euch doch alle. There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Okay. Naja, diese ganzen Pfeile, die sind schon verwirrend. Was soll denn das?
Das müsste jetzt rein theoretisch. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich auf die Richtung geguckt, aber wahrscheinlich wird jetzt auf mich geschossen oder zumindest zielt jemand mit etwas auf mich. Oder auch nicht. In dem Fall nicht. Oh, ein Set. Ist das denn Haifischflossen? Ach so. Und Wellen. Ach so. Da oben muss ich wahrscheinlich irgendwas steuern gleich. Vielleicht auch nicht. Geh erstmal wieder runter. Guck mich ein bisschen um. Weil offensichtlich muss ich da hin, ne? Die Linie führt ja. Ne, die führt eigentlich. Doch, die führt da. Da? Dahin kann ich nicht. Hier ist noch nicht wirklich was zu tun. Na, dann gehen wir mal. Gehen wir mal hier das Boot steuern, nicht? Komme ich da hoch? Jawohl. So, bin ich Steuermann. Dann steuere ich mal. Okay. Und nu? Ah, es wird tatsächlich der Eindruck erweckt, als würde man hier zur See unterwegs sein. Nett gemacht. Ich habe allerdings immer noch keinen Plan, was ich jetzt hier machen soll. Ich sehe auch nichts so wirklich. Es ist alles sehr nebelig hier. Vielleicht muss ich ja. Oh, guck mal. Vielleicht muss ich ja unter Deck gehen. Vielleicht muss ich auch anders lenken. Probier's nochmal. Ich schätze mal, es war jetzt einfach nur Sinn und Zweck der Sache, einfach das Steuerrad zu bewegen, damit sich hier die Möglichkeit ergibt, diese Tür zu öffnen, um unter Deck zu gehen. Dann gehen wir da doch hin. Eieiei. Die machen es aber auch oft hier mit den Jumpscares. Sag mal. Wer sind Sie? Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. In Ordnung. Ich bin nach wie vor geduckt. Ich glaube, ich bleib das hier auch, ja. Schlüssel. Gut. Und das? Kann ich nicht nehmen? Gut. Nein, natürlich nicht gut. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ich es nehmen könnte. Warte nur. Hä? Ist das richtig? Musste das passieren? Ach so, da waren wir gerade. Ja, alles cool. Alles cool. Du musst hier wohl wieder hoch, so wie es aussieht. Mit hier dem Schlüssel. Was bedeutet das? Ah. Sonnenaufgang oder so. Oder Untergang. Weiß nicht. Da ist jetzt ein Punkt. Da muss ich wahrscheinlich hin. Aber ich gucke mich immer noch mal um. Mach das zu, nicht, dass da einer runterfällt. Arbeitssicherheit und so.
Dann soll ich wohl hier an dieser Glocke läuten. Ich kann vorher noch ein bisschen hier. Der Ruder hat Backbordreisen oder so. Oder Steuerbord. Bringt aber scheinbar nichts. Ja? Ja. Kann ja lange an der Glocke läuten. Passiert ja nichts. In Ordnung. Wollen Sie auch den Kopf verlieren? Nö, gut. Soll ich nochmal runtergehen hier? Nee. Jetzt ist es zu! Ich hätte es jetzt noch einmal aufmachen können. Eieiei, jetzt ist mir die wieder zugefallen. Das wäre jetzt interessant gewesen, ob da noch irgendwas unten gegangen wäre, aber wahrscheinlich ja nicht. Es ist ja auch, so wie es aussieht, nicht vorgesehen. Sonst wäre die jetzt ja auch nicht verschlossen gewesen. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir wieder so ein Strichlinchen. Hier ist es schwarz-weiß. Ist es in Ordnung? Uiuiui. Soll ich da durch? Soll ich das... Ah, hallo? Zwei Buchstaben. Okay, also ich scheine jetzt möglicherweise durch das erste Kapitel durch zu sein. Okay. Character. Haben wir das auch schon gelöst? Sei bereit, zurückzugehen. Nee, oder? Ich hab's schon gelöst. Glücksrad hätte ich jetzt gewonnen. Ich glaube, das hätte jeder zu dem Zeitpunkt schon gelöst hier, oder? Also ich bin jetzt nicht irgendwie besonders gut, glaube ich. Okay. Bereit zurückzugehen. Na gut. Werde ich müssen, ne? Ja, muss zurück. Sicher zurück? Ja. Da ist ein Punkt. Jetzt ist da stockdunkel, jetzt komme ich da wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Nee, natürlich nicht, ist ja klar. Aha, Moment. Bevor ich da was mache, gucke ich lieber erstmal, ob es hier noch was gibt. Da eine Filmrolle wahrscheinlich irgendwie finden, möglicherweise. Da ist noch zu. Das wird irgendwas aktivieren. Das sind Stromkabel, die da langlaufen irgendwo, aber die verschwinden hier leider. Da drin, in diesem Ding. Wo die dann dementsprechend hinführen, kann ich nicht beurteilen. Aber hier scheine ich jetzt unter Umständen erstmal wieder. Eine Filmrolle einlegen zu müssen. Oder. So. Ja. Jetzt mache ich halt doch das Ding. Alles
Hallo. Ah, guck mal. Tot gemacht. Bank. Okay. Vor einer Bank. Da tut sich jetzt immer noch nichts. Also ich verm... Moment. Ist das hier mit dabei irgendwie, was ich da reinlegen muss? Oder ist die nächste Aufgabe vielleicht, diese Filmrolle zu finden und da reinzulegen? Was? Ich muss mir das jetzt aber nicht merken, oder? Ich wäre jetzt ein bisschen zu blöd hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich stehe hier. X, irgendwie, keine Ahnung. Komm ich da in die Ecke? Nö. Also, ich kann in die Ecke so ein Stück weit, aber bringt da nichts. Ich vermute mal, hier zurück ist auch nicht. Ja, genau, wie immer halt. Jetzt geht die Tür natürlich auf, ist ja klar. Warum habe ich das nicht gleich probiert? Aha, jetzt sind die hier weg. Gerade eben waren die aber noch da. Moment, ich gehe mal zurück. Nur zur Gegenprüfung. Jetzt sind die ja auch weg. Ist ja aufregend. Naja, nö. Gehen wir halt da lang. X, da ist ein Punkt. Da ist ein X. Und das andere, X ist hier. Auch wieder verschmierte Spiegel, kein Spiegelbild. Auf einem entsprechend ausgestatteten Gaming-PC würde da jetzt wahrscheinlich sogar ein Spiegelbild sein. So war es bei Layers of Fear 1 auch. Da konnte man unter höheren Einstellungen konnte man sogar ein Spiegelbild haben. Das finde ich jetzt aber nicht unbedingt notwendig. Wobei ich natürlich schon interessieren würde, wie wir aussehen. Ihr müsst wohl mit mir vorlieb nehmen. Nun, Ah, guck mal. Zum Rennen L1 rennen? Wieso? Warum sollte ich denn rennen müssen? Muss ich rennen? Muss ich irgendwo hinrennen? Aber ich kann auch R1 gedrückt halten zum Rennen. Wisst ihr das? Was denn? Was ist? Hä? Was passiert? Verstehe ich jetzt nicht. War doch gar nichts. Rennen. Ich darf wahrscheinlich nicht ins Licht. Oder? Bestimmt darf ich nicht ins Licht. Was? Was? Ey, ihr seid ja dumm. Was soll denn das jetzt? Will mich verarschen? Also gut.
okay. Also wirklich nicht ins Licht. Im Prinzip ganz einfach. Ist hier auch Licht, hinter sich nicht darf? Da draußen ist auf alle Fälle wieder welches. Okay. 10, 80, 40. 10 rechts, 80 links, 40 rechts. 10 rechts, 80 links, 40 rechts. Ist hier irgendwo ein Safe? I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. Okay. Safe? Bist du safe? Ja, jetzt müssen wir das nochmal ganz kurz anschauen. Sollte ich mir das vielleicht aufschreiben? 10 rechts, 80 links, 40 rechts. Also im Prinzip muss ich mir nur das erste merken, nach rechts 10 und dann nur die Zahl rechts, links, rechts, 10, 80, 40. Jetzt ist da eine Katze. Jetzt ist sie wieder weg. Rechts 10, 80, links, 40, rechts. Ups. Da war ich wohl. Ach nö, oder? Fängt das jetzt immer wieder von vorne an? Ja, wenn man es mal drauf hat, dann geht es eigentlich ganz zügig, ne? So. Nee. Ach so, jetzt bin ich hier... wo muss ich jetzt hin? Alter Verwalter. Das scheint jetzt... Nee, immer wieder... Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich sehe auch nicht, wo ich wirklich lang muss. So. Okay. Wo bin ich jetzt? Sieht aus, als wäre ich unter einem Haus oder so. Soll das im Schiff sein? Könnte natürlich auch sein. Ja. Aber ist das auch noch auf dem Dreck? Und jetzt hier den richtigen Weg finden, ne? Ich gucke mich noch ein bisschen um. Fühle mich gerade wohl. Hier ist ja das Licht auch nicht mehr so schlimm, wenn man das irgendwie, wenn man damit in Kontakt kommt. Scheint aber so zu sein, als wäre das hier irgendwie das gleiche Ende, an dem man rauskommt. Also von dem her, alles gut. So, da geht's auch wieder lang, aber vermutlich nicht weit. Genau, da ist noch was. Ich glaube, das muss man oder kann man angucken. 10 rechts, 80 links, 40 rechts, wieder der gleiche Zettel. Möglicherweise auch nicht für einen Safe gedacht. 10 rechts, 80 links, 40 rechts. Vielleicht aber dafür gedacht. Ja, Moment. 10, 80, 40. Soll ich jetzt die Umdrehung mitzählen, oder? Was? Okay. Also,
ich habe jetzt irgendwas gemacht halt. Vielleicht hat es damit auch nichts zu tun. Kann ja sein. Aber es ist ja ein Safe hier. Ah, okay, vielleicht muss ich dann beim nächsten Mal nach links drehen. Also 10 rechts habe ich quasi jetzt gemacht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder ist es tatsächlich erst der Safe? 10 rechts, 80 links, 40 rechts. Steht ja schon wieder dran. Jetzt hängt der Zettel dann nochmal dran. Also 10 rechts. So will er das offensichtlich. Ach so. 10 rechts. Ah ja, man muss den Stick so drehen. Also nicht einfach den Stick nur in die Richtung drücken, in die man drehen will, sondern man muss tatsächlich komplett mitdrehen. Okay. Eine Mische. In the land we've seen behind shut eyes. The one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother.